So, wir haben ein neues Yussi-Video. Ich weiß, ihr liebt das. Ihr weiß, ihr liebt, wenn ich darauf reagiere. Wir gucken es uns an. Dating-Coach geht auf Date mit seinem OnlyFans-Crush. Digga, ihr seht das Thumbnail schon. Es ist, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen, ja. India und Bachelor Baby, Bruder. Das ist eine Simulation, in der wir leben. Wir leben in einer Simulation. Es ist offiziell. Lasst dem Video ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde. Kostet euch nichts. Und ja, wir gehen einfach rein in die Materie, Bruder. Chat, wir sitzen im selben Boot, okay? Wir sitzen im selben Boot. Wir gehen einfach rein, ohne viel Schwätzen. Okay. What's good, YouTube? It's your boy, Yussi. Aber ich mache hier mein Video auf einem Blind Date mit Bachelor Baby. Ich weiß mir noch nicht, dass ihr mit India auf ein Date geht. Ich glaube, es ist nicht mal ein Blind, weil ich glaube, es kann nicht mal zu einem Blind Date kommen, weil die sich sofort erkennen würden. Die waren ja schon zusammen auf ein E-Date. Die kennen sich. Ja, die waren zusammen auf dem E-Date. Und deswegen macht es keinen Sinn. Sag doch, auf wessen E-Date die waren, hä? Sag es! Auf meinem! Ah, war das ein geiles Video. Ich bin immer noch stolz drauf. So Blindfold anzuziehen oder sonstiges. Deswegen werde ich ihn jetzt einfach reinholen. Er ist seit 10 Minuten schon in der Kälte. Bist du ready? Und er hat verloren! Ich meine, ihr wart ja schon auf ein Date, auf ein E-Date. Ja. Wie war das? Das war nice, aber er hat angefangen, so komische Zeichnungen zu machen. Und dachte ich mir, die Emotes. Ich werde ihn heute mäßig in live zu sehen. Aber das Ding ist so, ich finde ihn hübsch und alles, aber er hat irgendwie mit einer Freundin von mir Der hat eine Form von der rumgemacht. Damn. Ich glaube, das Video wird heute lustig. Warte, mein Outfit. Für das Video hier brauchen wir mindestens 2000 Likes in No Fights hier. Und vergiss natürlich nicht, ihr Abo da zu lassen, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Das ist lächerlich, Yussi. Sorry, Bruder. Folg, wenn du deine Mutter liebst. Haben wir 2016? Was ist denn das? Folg, wenn du deine Mutter liebst. Ey, wenn ihr eure Mutter liebt, Freunde, lasst mal hier gerne einen Sub da, ne? So, wenn ihr keinen Sub da lässt, so. Bruder, das ist... das kannst du keinem verlassen. Ich werde ihn jetzt holen. Ah, komm, Gang. Digga. Mach deine Augen zu, mach deine Augen zu. Aber komm, du... Hold on. Ja, da wird sich jemand freuen. Ja, kannst du das mal hier hinsetzen? Und du kannst dich auch da hinsetzen. Sie kann dich schon sehen, okay? Ja. Aber du kannst sie noch nicht sehen. Sie riecht gut. Ja, sie riecht gut? Ja, du weißt sie. Ey, hier ist sie. Kannst du das mal handschütteln und so? Kenn ich sie? I don't know, ob du sie kennst. Yussi ist im Chat. Er sagt, was willst du von mir, Junge? Junge, was für... Yussi, was für... Folg, wenn du deine Mutter liebst, Junge. Geil, ja. Ach, ich bin wieder gespannt. Soll ich aufmachen? Ja, mach. Damn! India, was geht? Oh. Ich wusste es ganz genau, dass ich das bin. Hör auf. Sei ehrlich, hast du es gewusst? Damn! Vielleicht passen die gut zusammen, schauen die gut zusammen noch? Nein. Na, okay, sieht mir schon aus. Kannst du es mir helfen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Versuch es einfach. Oh Gott, ich weiß nicht. Habe ich geschafft? Oh, ein Gentleman. You know. Boah, macht sie so wuff wuff. Du bist mein Hund. Zieh meine Schuhe aus. Zieh meine Schuhe aus, du Hund. Ja, dann bin ich ready. So, jetzt bin ich kleiner. Ist okay. Guck mal. Wie sehe ich aus? Ich dachte, du hast längere Haare. Mhm. Oha, du dachtest alles. Hold on, aber jetzt siehst du den echt. Was sagst du? 1 bis 10? 10, aber ich hoffe, du bist nicht ein Weirdo. Ich muss kurz in dir. Digga, sie sagt, ich hoffe, du bist nicht ein Weirdo, Bruder. Das ist... So, das ist eine rhetorische Frage. Hosen. Shorty ist crazy. Oh, was shit! Hier hat. Yo! Digga, was? Was dazu sagen? Guck mal, das Ding ist so. Das Digga. Also, Bruder, ich sag auf korrekt, Bachelor, Bruder, er wird das Video eh sehen. Ich weiß so, er wird das Video eh sehen. Bruder, er hat null Riss. Null. Trocken rein zu bekommen. Und das sag ich. Es ist schwierig. Es ist trocken rein. Oh mein Gott, Bro. Hallo! Guck mal, folgendermaßen, die werden beide... Digga, Yussi, wie schlecht hast du zensiert? Jetzt erstmal
auf ein kleines Date, gemäßig miteinander reden, sich nochmal persönlich kennenlernen. So für 100 Minuten, ich glaube, das reicht. Dann spielen wir ein kleines Spiel, weiter oder Pflicht. Wer weiter oder Pflicht nicht spielen will, ist natürlich ein Shot trinken. Das habe ich hier in meiner Hand. Das ist aber Wasser, Wasser für Erwachsene. Und hier haben wir ein Glas, you know, wer das nicht machen will, you gotta drink. Für das Video 2000 Likes und vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Subscribe, das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Planet 23, we coming with the eat. Die Zeit hat angefangen, seit 1,5 Minuten talken. Hast du mich vermisst oder nicht? Bruder, es ist jedes Mal derselbe verdammte Riss. Bruder, es ist... Und dafür sollen Leute 10 Euro monatlich in deinem Discord zahlen, Bachelor? Schon wieder! Hast du mich vermisst? Schon wieder dieses hast du mich vermisst. Es, so oft. Ich hab's analysiert. Ich vermisse ja. Er hat das auch schon beim E-Date rausgehauen. Aber wo bin ich fresher, in echt oder auf diesem Date? In echt. So viel fresher oder so nur ein bisschen? Ich finde dich in echt auch fresher. Fresher? Denn auf Instagram? Auf dem Date. Ah, okay, danke. Ich schäme mich ein bisschen irgendwie. Ich kann. Warum schämst du dich? Ja, und du machst India nervös? Kenn ich nicht so. Oder? Der India ist Oha! Nervös. Krass. Also Chat, wir haben schon viele Sachen geguckt, auch Smash or Pass, wir sind schon durch dick und dünn gegangen zusammen, ja? Wir sind durch dick und dünn gegangen zusammen, ja? Aber Bruder, also Yussi, du hast mit dem Ding hier, hast du echt nochmal einen draufgesetzt, Bruder, sogar ich cringe mich weg und ich, Bruder, ich, also, mach deine Hand da weg in dir! Nicht so hierher anfassen, weil dann denken die, dass ich irgendwas mache. Wir fangen einfach mal straight up an mit dem Weit oder Pflicht, gar nicht mal so viel reden. Ihr habt genug geredet. Deswegen, je weiter der Pflicht, macht schon schnell, wie anfängt. Du hältst das. Ja, ich halte. Also, schnell. Ah, okay, ich hab. Ja, ja. Du kannst entscheiden, fängst du an oder. Also, schneiden, oder? Ja, du hast, ja, du hast gewonnen, fängst du an oder fängt er an? Du kannst entscheiden. India? Doch nicht. Mach nur die Nägel. Yo, Wagwan! Wow, die ignorieren mich. Wagwan. Ach, Yussi. Ach, du kommst mir heute nicht davon. Wirklich, reicht. Auch wenn du hier im Chat bist, ist mir scheißegal, Alter. Gewöhn dir das ab, Junge! Es ist uncool! Mann, Yussi! Ich mich einfach hier komplett. India, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du kannst entscheiden, weiter der Pflicht. Fäng du lieber an, weil ich habe keinen Plan gerade. Dann musst du ihn fragen, weiter der Pflicht. Wahrheit oder Pflicht? Ich mach erstmal Pflicht. Also direkt auf chillig oder direkt aggressiv? Guck mal, ich würde sagen... demonstriere uns Position. Bro, it's crazy. Ich wollte jetzt from the back so zeigen, aber... Oh, Mann, India übertreibt jetzt aber auch ein bisschen. Uff. Yussi, mach die scheiß Kamera aus, Alter. Lass die machen, was sie machen wollen, Alter. Hiho, hiho. Digga, das ist doch übertreibt, Alter. Das ist too much. Ernst, das ist too much. Aber ich glaube, das ist ein bisschen crazy, das so auf YouTube zu zeigen. I bet. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Komm, jetzt wie sag. Findest du meine? Fresh. Meinst du, es ist Wahrheit, ne? Genau. Was denn, Bodycount? Also jetzt auf Ernst? Mhm. 100. Also jetzt wirklich in Ernst, 100. Bist du meine 101 werden? Can I get like a little kiss? On the cheek, though. You got a girlfriend or what? Ich küsse nicht on camera. India's mad. Ich nehme Wahrheit. Ich habe Gänsehaut versprochen. Also Chat, wir haben schon viel durchgemacht, auch an die Leute, die das Video sehen werden. Wir haben schon sehr, sehr viel durchgemacht, Bruder, aber das ist sogar für mich zu viel. Das ist sogar für mich too much. Für mich. Und ich habe eine hohe Toleranz, eine sehr, sehr hohe Toleranz, Alter. Yussi hinter der Kamera leckt sich die Finger. Hat ein geiles neues Video. Ich leck mir hier aber auch die Finger, hab eine geile neue Reaction. Mein Bruder Yussi. Machst du das? Ja. Aber für was? Ich mag dich als Person, Yundia. Richtig gut. Wie richtig gut? Ich kenne dich nicht so lange. Gut rieche. Ja. Bruder, die haben wirklich beide, also Real Talk, wenn das jetzt, guck mal, ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel Bachelor mit einem normalen Mädchen reden würde, er hätte keine Chance. Würde India mit einem normalen Jungen reden, hätte sie auch keine Chance. Die sind einfach füreinander gemacht. Checkt ihr, was ich meine? Checkt ihr? Die haben wirklich beide gegenseitig null Riss.
Null. Das ist so, boah. Die haben wirklich beide keinen Riss, null. Stellen. Ach so, nur einer? Der hat nur eine Chance, weil die so down bad ist. Danke, Yusuf. Was nimmst du, Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Was willst du machen? Fass an, dein Lieblingspart von meinem Körper. Ein Opfer. Was bin ich? Ein Opfer. Ich hab zu viel Angst, ich will nicht gebannt werden. Okay. Hey, wer ist jetzt dran? Ah, du. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Give me a little kiss. Aber nicht da. Warum bist du so crazy? Na, so ganz klein so. Bist du jetzt glücklich? Mhm. Ja, es ist halt unangenehm irgendwie ein bisschen. Es ist ja nicht mal irgendwie, es ist ja nicht mal so, wenn die sich küssen, ist es nicht toss, chillt mal. Es ist noch, wir haben schon Schlimmeres durchgemacht, Chat, alles gut, chill. Er hat mich nicht geköpft, aber du riechst voll gut. Damn. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Pflicht. Twerk for the cam, für die Leute, I gotcha. Yeah, ich kann nicht twerken, aber... Oh my god, bro. Yussi! Wer hat das Video geschnitten? Wer hat das Video geschnitten? Oh mein Gott. Nein. Was? Hat er nicht, Bruder? Wow. Oh mein Gott. Nein. Oh, hello. Wow. Mein Bruder Yussi. Ich kann nicht twerken, aber. Oh mein Gott, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, was war das für ein Twerk? I'm sorry. Ich hab einen Song für dich. Mach noch ein paar rum, und dann machen wir was anderes. Yussi, bitte. Mein Bruder. Was soll das? Ich hab gesagt, keine Kaugummis. This is how it sounds when I suck your dick. Mann, Alter, ich muss skippen, Alter. Wartet. So. Du bist zu crazy in dir. Auf was denn ist Skala würdet ihr euren Sexgame bewerten? 1 bis 10. Chat, wisst ihr, mit was ich die zwei vergleichen möchte? Deutsche Blueface und Christian, oder wie die heißt, Chat. Die erinnern mich einfach an die zwei hier, wirklich. Kennt ihr von Kai und die Streams und so? Bruder, Tam, so erinnern die mich ein bisschen so. Ach. 10. 100. 10. Wie ich mich selber bewerte? Ja. 1.000, 100, 1 Million. Damn. Mhm. My hair game, you don't wanna know, cause I can suck. Bruder, ich glaube. Ey, Chat, wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr mit einer wie India was starten? Wisst ihr was? Macht einfach, ich geh für 5 Minuten. Na, das wird zu crazy, you see. Ich geh für 5 Minuten ran. Alex, das Fett schreibt radikal. Na. India, du musst chillen, du bist viel zu crazy. Okay, chill. Du musst realisieren, du bist gerade auf YouTube. Ey, ich schwöre, ne? Wenn ihr wüsstet, was da liegt, ne? Ihr würdet sterben. Willst du noch einen anderen sehen? Mhm. Oh, ring, India. Dich, du bist hübsch. Ich hab ein paar Fragen, vielleicht für dich. Okay, aber dein Dings, warte. Super. So. Okay. Willst du mit mir OnlyFans machen? Ich kann das nicht on cam sagen. Bruder, ey, der, also Bachelor, ne? Er mit seinem on cam und so, ich kann das hier. Bruder, mach nicht auf Drake, ja, ne? Keiner juckt's, ob du jetzt ja oder nein sagst. Es juckt keinen. Sag dir nach dem Sag Video. Doch! Danke! Sag dir nach dem Video. Sag. Nach dem Video. Sag, oh mein Gott. Was macht dich verrückt, oh eine Frau? Wenn sie gut riecht, wenn sie immer glücklich drauf ist. Also irgendwie. Wenn die mich nicht so callt und die ganze Zeit so nervt, zu sagen so, du darfst das und das nicht machen, das und das. I'm in love. Die sagt, sie ist in love.
Weed Chew. That's crazy. Oh, ich mag Leute nicht wie du, sagt er ehrlich. Geil. Weil du so, du kämpfst nicht. Ich kämpfe nicht. Nee. Soll ich dir hinterherlaufen? Timo schreibt, Hamdullah als erster rausgeflogen beim Ibi-Date. Timo war Teilnehmer, für die, die nicht checken. Ja. Ja. Du sollst mich lieben. Du sollst denken, dass ich dein Alles bin. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber dafür musst du viel arbeiten in dir. Ja, normal, aber ich meine so... Ich kann ja nicht jede Frau, die ich sehe, so lieben und sowas. Natürlich, mich schon. Ich bin perfekt. Ja, das musst du beweisen. Aber wartet, was beweist du mir? Ich bin hier, um nicht zu beweisen. Was? Natürlich. Na. Oh, damn. Mein Vater kommt gleich rein, Alter. Ich krieg gleich so Ärger, Alter. Ja. Nein, nein, du störst nicht. Doch, du störst. India ist zu crazy. Ja. Ich beiß mein Ohr ein Shit. Das ist okay. Wie läuft das Ganze bis jetzt? You see. Geil, ja. Ach, 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 geil. Yo, Gang. Ich weiß nicht, was geht gerade ab, ja. India will, dass ich hier hinterherlaufe. Er ist schüchtern. Ich bin schüchtern. Man, wenn du eine Frau kennenlernst, India. Like, natürlich musst du alles für die Frau tun, weil what the fuck, das ist diese typische Frage, was bringst du am Tisch? Ich sitze nicht in einem leeren Tisch. Es ist mir egal, ich muss nur mich bringen, meine Energie, meine Persönlichkeit und dann sitze ich mich einfach auf den Tisch. Immer, wo ich hinkomme, der Tisch ist immer voll. Ich muss nichts auf den Tisch bringen, also... Warum bist du so mad? Ich bin nicht mad, ich will einfach nur, dass du alles für mich tust. Ja, aber ich kenne dich ja seit einem Tag so. Du kennst mich seit 2 Tagen. Okay, seit 2 Tagen. India, nein, du musst es verstehen. Tag, ich verstehe nicht, was sie meint. Ein Tag online, ein Tag im Echt. Es ist genug. Du kannst nicht so viel von mir erwarten. Guck mal, früher, die hatten keine Handys und die haben sich einen Tag gesehen, die haben sich verliebt. Auf jeden Fall, ey. Ich glaube, das war's, Loki. Check beiden den Kalender. Wie heißt es nochmal? Bachelor Baby auf YouTube. India Goals. Okay, we're lit. Okay. 30k. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ich will noch einen kurzen Real Talk führen, Chat. Ich will noch einen kurzen Real Talk führen. Wir haben es geschafft. Es war sogar für mich sehr, sehr hart, muss ich sagen. Das war wirklich sogar für mich zu viel. Und ich habe viel durchgemacht, wir haben zusammen viel durchgemacht, aber das war wirklich zu viel heute. Ich will kurz einen Real Talk machen, ne? Ich habe nichts gegen, also... Ich habe was gegen die Art, wie Bachelor drauf ist in seinen Videos. Das weiß er aber auch, dass ich das gar nicht feiere, wie er drauf ist. Natürlich, man macht so Content und so, aber ihr checkt schon. Also ich feiere es einfach nicht, wie Bachelor in seinen Videos drauf ist und wie er privat drauf ist. Diese Denkweise mit Frauen und so, das hatten wir aber auch schon wann anders gehabt in einem Video, beziehungsweise in einem Stream gehabt. Und das ist auch nichts gegen India, ne? Sie ist privat eine ganz, ganz nette, eine ganz liebe, keine Frage, wirklich. Sie ist wirklich lieb, so ganz korrekt, man kann mit ihm normal reden. Aber ich weiß nicht... wie ich so ein Verhalten, wie ich reden kann, wie soll ich so ein Verhalten nennen, Chat, um nicht gecancelt zu werden, okay? Es ist too much, es ist zu viel, Chat. Es ist zu viel. Es ist wirklich lieb gemeint und so, aber, also sie ist wirklich eine Liebe, aber das ist, auch wenn die zum Beispiel sagen, ja, das ist für Content vor Kamera und so, keine Frage, so, wisst ihr, was ich meine? So, aber, ich weiß, das ist für Content, aber übertreibt, Bruder, ihr... Stellt euch vor, ihr wollt eure, also sehen das nicht eure Familie oder so, Bruder? Ich check das nicht. Irgendwann werden die das bereuen, Bruder. Es ist also wirklich, es ist krass, 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 Bruder. Es ist wirklich krass. Und ich will, Chat, ich glaube, Chat, der 5-Stufen-Plan, den ich ausübe, er wird bald ein Ende haben und bald wird auch der Content mit Bachelor Baby oder auch India und so gecuttet, glaube ich, Chat. Weil es ist witzig und so. Es ist natürlich, es ist Unterhaltung, es ist witzig und so, aber ich glaube, es wird nicht mehr lange gehen, weil ich auch natürlich viele Zuschauer habe,
die selber auch vielleicht jung sind und so, das ist nicht cool, bitte. Verehrt sowas nicht. Es ist wirklich nicht geil. Es ist wirklich nicht geil. Es ist auch irgendwann ist too much. Es ist wirklich too much. Also, ich kann sowas auch nicht mehr vertreten. Natürlich, am Anfang war es witzig und so. Wir haben gelacht und so. Es ist too much, Bruder. Es ist too much. Das ist zu viel. Also, ich kann sowas nicht vertreten, auch moralisch gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Glaubt mir, es ist, also, ich mache mich nur darüber lustig. Ich unterstütze das gar nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich, aber wisst ihr, was ich meine? Man kann nur Yussi gönnen, er macht schlau. Ja, Yussi macht schlau. Bruder, sobald Yussi auch, Chat, sobald auch Yussi seinen Content umsteigen wird, das wird einfach, dann wird's geiler, Chat, wirklich. Auch für mein, guck mal, Yussi, ich verstehe mich mit ihm, Chat. Habt ihr ja gesehen letztens so, wenn er seinen Content dann switcht, dann wird's, Chat, dann sind wir alle zufrieden, dann wird's geil, wird's Lachkick. Das, was, also das, was wir jetzt hier gesehen haben und was wir auch in Zukunft weiter, also, versteht ihr, was ich meine? Das haben wir ja gesehen hier, auch über die letzten Videos, auch E-Date und so. Ich muss sagen, ich fand's sehr, sehr witzig. Aber auch mal ein bisschen reflektiert betrachtet oder auch jetzt hier so, es ist too much, es reicht irgendwann, ja, ne. Du kannst nicht, sowas kannst du nicht vermarkten, Bruder. Das ist wirklich too much. Es ist auch so ein bisschen so, es spiegelt sehr krass unsere Generation da. Der eine ist Fuckboy und denkt, er kann jede klären, die andere verkauft ihre Werte vor Cam, wisst ihr, was ich meine? Sowas. Und das ist nichts gegen die zwei persönlich, das ist einfach so, wie die sich halt vor Kamera geben, Bruder. Und das gehört sich nicht. Eigentlich sind wir mit das Problem, weil wir uns das angucken. Genau, das ist das Ding, Marius. Ich weiß, ich habe auch viele Zuschauer. Also Chat, Retalk, ich weiß auch, diese Reaction wird viele Aufrufe kriegen. Ich weiß auch, dass ich gerade immer, wenn ich auf Yussi reagiere, viele das sehen wollen, weil ich mich ja drüber lustig mache. So. Und ich weiß auch, ich habe dann auch viele Zuschauer im Stream. Aber ist es das wert, sowas zu pushen? Ist es das wert, sowas zu pushen? Versteht ihr, was ich meine? So. Ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Es ist Lachkick und so, aber ich glaube, irgendwo zieht man, also ich muss jetzt, also irgendwann muss ich auch persönlich so, auch als Mensch die Grenze ziehen, Chat. Irgendwo muss ich auch die Grenze ziehen. Ich könnte auch Yussi sagen, ey, Yussi, mach weiter mit den Videos, Bruder, ich reagiere auch weiter drauf. Wir würden auch weiter in unsere Aufrufe kriegen, es würde auch weiter abgehen und was weiß ich, checkt ihr, was ich meine? Aber so wie Yussi zum Beispiel auch selber sagt, Bruder, er will Content switchen, weil er auch selber checkt, so, wisst ihr, was ich meine? Aber wie dem auch sei, genug geschwätzt. Lasst ein Video, liken, Kommentar, ein Abo da. Ich küsse eure Herzen. Ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Lasst ein Follow auf Instagram da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir hören uns. Ich küsse eure Herzen. Kommt in die Streams, lasst ein Prime da. Kuss.